Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Live-Webinar von T-Systems zum Thema Integration, der Schlüssel für digitale Transformation und Innovation. Mein Name ist Yannis Mutafis und ich werde Sie durch dieses Webinar führen. Und nun zum Thema unseres Webinars. Jede Anwendung in Ihrem Rechenzentrum versucht, ihren Job so gut wie möglich zu machen. Auf ihre Weise. Und das ist ein Problem. Denn das Ergebnis ist häufig eine fragmentierte Anwendungslandschaft mit Anwendungen, die nicht miteinander kommunizieren. Und das wiederum bremst ihre Innovationsfähigkeit aus. Denn digitale Innovation setzt eine gemeinsame Datenbasis und eine barrierefreie Vernetzung all ihrer Anwendungen voraus. Wie Sie Ihre Anwendungsinseln und Datensilos in eine einheitliche Struktur überführen können, erklären im heutigen Webinar Raphael Rugova, Expert Sales und Trusted Advisor bei T-Systems, Tobias Mittel, Senior Director Alliances and Channels bei Salesforce MuleSoft und Christian Schröder, Pre-Sales Consultant CRM bei T-Systems. Drei Takeaways werden wir aus dem heutigen Webinar mitnehmen. Wir werden MuleSoft als führende Unternehmensplattform für Design, Entwicklung, API-Verwaltung und Integrationen kennenlernen. Wir werden erfahren, wie MuleSoft helfen kann, Innovationen durch Integration zu fördern. Und wie Ihnen T-Systems dabei helfen kann, MuleSoft gewinnbringend einzusetzen. Zum Einstieg haben wir direkt nach den Ergebnissen dieser Schönwetterumfrage hier eine kleine Umfrage für Sie über den Stand der Dinge. Und bis sie eingeblendet wird, gebe ich Ihnen schon mal das Wort an Raphael Rugova. So, ich hoffe, Sie können mich sehen. Noch nicht, gleich jetzt. Ja, ich hoffe, Sie können meine wunderbare Spiegelwand ertragen. Hallo, auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Und bevor wir jetzt in das Thema MuleSoft Deep Dive einsteigen, im Sinne von Lösung, stellt sich erstmal die Frage, welche Herausforderungen haben wir zu bekämpfen in dem Sinne? Und als erster Punkt, den man immer mitnehmen kann, sind End-to-End-Workflows. Ja? Warum ist das eine Herausforderung? Nun, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt im CRM-Umfeld arbeiten und wollen einen Deal abschließen beispielsweise, ja, und Sie arbeiten mit drei verschiedenen Abteilungen, dann kann es durchaus sein, dass Sie innerhalb dieser drei verschiedenen Abteilungen denselben Deal dreimal pflegen müssen. Ja. Das heißt, Sie empfinden einen Medienbruch innerhalb ihrer Prozesse. Ja. Und das führt eben auch zu Geschwindigkeitsverlust. Als zweiten Punkt haben wir natürlich steigende Kundenanforderungen. Ja. Steigende Kundenanforderungen bedeutet, dass wir in diesem Sinne einen Kunden haben, der zu jeder Zeit will, dass wir wissen, was er will. In dem Sinne, dass wenn wir hier wieder dieses Abteilungsbeispiel nehmen, dass wir dann sagen, okay, der Kunde ist jetzt auch durch drei Abteilungen gegangen, aber wir müssen auch wissen, was der Kunde innerhalb der drei Abteilungen kommuniziert hat. Ja. Das bedeutet, hier entsteht dann auch ein Problem über die Transparenz und Sichtbarkeit. Natürlich gibt es dann auch noch die Idee, dass der Kunde über mehrere Kanäle mit uns kommuniziert, ob E-Mail, Web oder Chat, ja, und da kann oder Telefon, und da kommen natürlich auch Datensätze zusammen, die dann auch irgendwie mitigiert werden müssen. Ja. Dritten Punkt haben wir natürlich auch Expansion. Expansion stellt jede Firma vor infrastrukturellen Herausforderungen, muss man sagen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie expandieren Richtung Ukraine, China, Italien beispielsweise. Und Sie müssen jetzt all diese neu gegründeten Firmen dazu bringen, dass sie in ihrer Infrastruktur auftauchen. Ja? Vielleicht sind Sie dann die Mutterfirma und Sie haben dann eine Art Hub und Sie wollen natürlich, dass alles zusammenläuft und zentralisiert wird natürlich. Ja? Und dann haben wir natürlich als nächsten Punkt Mergers and Acquisitions, was auch in Richtung Expansion angliedert. Und hier ist es natürlich so, wir holen eine Firma in unsere Infrastruktur rein. Müssen dann diese Firma in unsere Infrastruktur integrieren. Ja. Und das ist natürlich auch immer ein Ankerpunkt, wo es zu sehr vielen Neusystemen kommt, die integriert werden müssen. Ja. Als fünften Punkt haben wir auch Time to Market. Ja. Das müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie jetzt entwickeln und Sie haben mehrere Projekte, Time to Market heißt ja nicht nur, dass Sie etwa ein Produkt entwickeln und es in die Welt raussetzen und verkaufen, sondern bedeutet vielleicht auch, dass Sie ein Produkt entwickeln, um intern Prozesse geschmeidiger zu machen. Und was passiert? Wir haben dann natürlich mehrere Projekte.
Und wenn das auch nicht wohl durchdacht ist, dann kann es durchaus passieren, wie auch die eine Umfrage gezeigt hat, dass 59% aller IT-Manager sagen, die konnten letztes Jahr viele Projekte nicht, oder sage ich mal, nicht alle Projekte fertigstellen, ja, die aber auch für das letzte Jahr gedacht waren. Und als letzten Punkt haben wir natürlich den Überbegriff Digitalisierung, Digitalization, ja. Und hier kommen dann eben Sachen wie IoT rein, Cloud oder Cloudifying in dem Sinne, ja, Legacy-Modernisierung. Und so kommen wir dann natürlich auch direkt zu den Projekten, die sich dann an all den Punkten hier niedergliedern. Ja. Da sehen wir, da haben wir einmal Mitarbeiter-Engagement in End-to-End-Workflows, wir haben 360-Grad-Kundensicht, neue Märkte in der Expansion, neue Produkte, die wir reinstellen, entweder intern oder extern. Und dann natürlich Cloud und Legacy-Modernisierung. Ja. Hier möchte ich mal zwei Beispiele nennen, und zwar, die ich auch beim Kunden häufiger erlebt habe. Mergers Acquisitions beispielsweise. Da hatte ich einen Kunden, der hatte über 52, oder ich glaube, das waren 52 Active Directory-Systeme und nicht wirklich ein Hub-System, das alles miteinander kombiniert hat. Das bedeutet, irgendwie waren viele Accounts doppelt vorhanden, viele User waren doppelt vorhanden und das muss halt irgendwie mitigiert werden, muss zentralisiert werden. Ja. Das ist ein sehr großes Projekt, was da rausfällt. Oder Cloud und Legacy-Modernisierung ist auch ein zweites. Da hatten wir auch Kunden, die natürlich an ihre Mainframes gehalten haben, weil die Mainframes immer eine starke Rechenpower haben, aber die sind auch ein bisschen klobig, wenn man sie jetzt nach oben hin in die Cloud öffnen will. Ja. Und was dann natürlich passiert, wenn man jetzt all diese Projekte hier nimmt und nicht strategisch angeht, mit einer Foresight, sondern immer punktuell angeht, dann entstehen Datensilos. Und auf dieses Thema geht Tobias Mittel in der nächsten Folie ein. Ja, genau. Danke, Rafa. Auch von meiner Seite nochmal guten Morgen. Aber diese neuen Notwendigkeiten, sich diesen ändernden Rahmenbedingungen zu stellen und diese Herausforderungen, von denen wir eben gerade gehört haben, die treffen natürlich jetzt auf eine IT-Landschaft der Silos, die wir in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch Jahrzehnten gebaut haben. Solche Dinge wie ERP-Plattformen, CRM, Web 2.0, unsere Produktion, die auch digitalisiert wird. Kundenservice, das sind solche Themen, die irgendwie alle momentan nicht so wirklich miteinander integriert sind. Und noch schlimmer, alle diese Silos sprechen natürlich unterschiedliche Sprachen, Programmiersprachen etc. Und man braucht Experten für jedes einzelne System. Und keiner dieser Experten ist jetzt Experte für alles. Wie verbinden wir denn heute dann jetzt diese Silos? Wir haben schlichtweg Autobahnen zwischen diesen Systemen gebaut. Das sind Produkte, die nennen wir Service Bus oder Message Broker, die es schon seit langer, langer Zeit gibt. Die nutzen wir, um den Systemen zu ermöglichen, diesen Silos zu ermöglichen, Daten hin und her zu schicken. Das ist vor allem deshalb möglich, nötig, da die Prozesse über viele dieser Silos sich erstrecken. Wir wissen zum Beispiel, dass der durchschnittliche Prozess heute 35 solcher Silos, solcher Systeme berührt. Und dass nur in etwa ein Viertel dieser Systeme wirklich irgendwie miteinander integriert sind. Und über diese Autobahn, die wir dann da gebaut haben, da schicken wir Autos, Wagen, die spezifisch jeweils für eine dieser Strecken von A nach B gebaut sind. Spezialautos für spezielle Szenarien. Das ist natürlich alles nicht sehr einfach anzupassen. Und dann kommt das Problem, dass sich diese Prozesse eben mittlerweile immer schneller auch ändern, was früher lange Zeit über Jahre hinweg gleich blieb, ändert sich mal mittlerweile im Monatsrhythmus. Und wir müssen diese Autos, die von A nach B fahren, deshalb dann auch immer wieder umbauen. Und oft muss das auch mit neuem Personal passieren, weil das alte Personal, das das ursprünglich gebaut hat, macht mittlerweile was anderes oder ist vielleicht gar nicht mehr verfügbar. Und in einer Welt, die jetzt, wie wir gerade das alle durchleben, Flexibilität und Schnelligkeit braucht, haben wir eher das Gegenteil geschaffen. Wir haben Autobahnen gebaut, die in der Regel verstopft sind, wo man nicht mehr schnell durchkommt und die nicht geeignet sind für eine Welt, wo wir heute sagen, wir wollen das Alte noch behalten, haben eben über Großrechner zum Beispiel geredet. Wir wollen aber gleichzeitig auch in anderen Bereichen vielleicht in die Cloud gehen. Wir haben solche Mischumgebungen, wir müssen uns schneller bewegen und wir haben verstopfte Autobahnen, die uns das gar nicht mehr erlauben. Diese Autobahnen sind eben nicht geeignet, jetzt auf sowas wie zum Beispiel eine Corona-Krise zu reagieren. Es kommt zum Dauerstau und kein Projekt kommt so richtig weiter. Wir brauchen also, denken wir, ein neues Modell, Dinge zu entwickeln, neu zu schaffen, ein neues Betriebsmodell in der IT. Ein neues Modell, das eben nicht verlangt, dass wir bei jedem Projekt
immer wieder von neu anfangen und das alles immer so kompliziert ist. Wir brauchen, denken wir bei MuleSoft, ein Modell, das uns erlaubt, das eben sehr viel einfacher zu machen. Wir haben uns deshalb umgeschaut vor Jahren, wie andere Branchen das erfolgreich machen. Schauen wir zum Beispiel mal auf erfolgreiche Franchise-Systeme in anderen Branchen. Wir sehen dann, dass außerhalb der IT solche Firmen wie McDonald's oder Starbucks jetzt zum Beispiel, dass die sehr erfolgreich mit dieser Herausforderung umgehen, dass Systeme schnell wachsen und oft abgeändert werden müssen und dass die Integration von verschiedenen Bereichen im Unternehmen einfach eine große Herausforderung darstellt. Es fallen schon gewisse Muster hier auf. Also McDonald's und Starbucks konzentrieren sich zum Beispiel darauf für die Expansion, dass man Komponenten wie jetzt zum Beispiel die Produkte, die sie verkaufen, die Architektur, wie das aussieht, die Prozesse wie eine Kundeninteraktion, die sind genau beschrieben, die sind auch standardisiert und sie sind vor allem weltweit dann gleichgeschaltet. Wenn also zum Beispiel ein neues Restaurant entsteht, verläuft das immer nach einem vorgegebenen Ablauf und eben nicht komplett individuell, sondern zusammengesetzt aus Standardkomponenten. Darüber sind dann diese Unternehmen in der Lage, die Geschäftsmodelle, die sie sich gegeben haben, eben schnell zu skalieren und abzuändern und gleichzeitig aber die Qualität sicherzustellen, dass es eben nicht schief geht. Die Einrichtung zum Beispiel von so einem Restaurant, die Art und Weise, wie der Kundenkontakt funktioniert oder wie ein Abrechnungsvorgang funktioniert, das wird alles eben zu einem Produkt. Es ist nicht mehr ein Individualprojekt. Und auch denken wir, Ihre Geschäftsobjekte und Abläufe, wie zum Beispiel Ihre Beschreibung, was ein Kunde ist in Ihrem Umfeld, die Rechnung, der Auftrag oder der Service, den Sie Ihrem Kunden gegenüber leisten, auch das kann man sehr schön als Produkt sehen. Die Fachabteilung können das dann abonnieren sozusagen, selbst zusammenbauen und sehr viel flexibler nutzen. Wir können also schlichtweg, denke ich, diese Erfolgskonzepte auch auf die IT anwenden. Und wenn wir uns diese logischen Einheiten, die wir kapseln wollen im Business, wie das Kundenobjekt oder die Auftragshistorie, wenn wir diese Definition im IT-Sprech in APIs, also Programmieren, Standardschnittstellen, wenn wir das beschreiben und verfügbar machen, dann können wir die neuen Anwendungen, die die Fachbereiche eben brauchen, das, was sich dauernd ändern muss, das können wir dann zum Beispiel unsere Portal oder mobilen Apps, wir können die aus diversen Komponenten wie so ein Lego-Modell zusammenstecken. Wir können uns bei den neuen Projekten dann immer wieder auf das verlassen, auf das zurückgreifen, was bereits verfügbar ist in einer Bibliothek, indem wir diese Komponenten einfach wiederverwenden. Wir werden dadurch natürlich logischerweise sehr viel schneller und die Qualität vor allem ist abgesichert, weil es über Standardschnittstellen geht. Wir können diese Bausteine dann auch einzeln und individuell absichern gegen Angriffe zum Beispiel von außen oder eine Überlastung von Altsystemen. Und das ist dann ein ganz neues Konzept, wenn wir uns mal anschauen, wie wir es eigentlich bisher machen. So, und wie wir es eigentlich bisher machen, lassen Sie, ich starte nochmal kurz mein Video. So, und wie wir es eigentlich bisher machen, das hier dient zur Veranschaulichung der bisherigen Situation. Ja. Wie Sie sehen, wir haben hier viele verschiedene Datensilos. Übrigens waren das auch in einer Umfrage 89% der IT-Manager sagen, die haben mit Datensilos zu kämpfen. Und das kann ich nachvollziehen. Mit vielen Projekten hatte ich das genau das Gleiche. Also jetzt sehen wir hier sehr viele Elemente. Wir haben einmal Kubernetes-Elemente, dann haben wir SAP, ServiceNow, Salesforce, IBM und so weiter, ja, und etliche Datenbanken. Und jetzt, wenn wir diese Punkte alle miteinander verbinden, ja, sehen wir dann langsam, okay, das wächst zu einem komplexen Gefilde an. Also dritte kurz eine Folie, genau. Also da sehen wir, es wächst zu einem komplexen Gefilde an. Ja. Und was bedeutet das, ja? Wenn Sie jetzt mal hier den Punkt Salesforce nehmen, dann sehen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Verbindungen. Und jetzt, wenn Sie 10 Verbindungen haben, die allein schon von Salesforce ausgehen, dann haben Sie insgesamt 20 Schnittstellen, die Sie bearbeiten müssen. Innerhalb Salesforce haben Sie dann 10 Schnittstellen, die Sie bearbeiten müssen. Vielleicht haben Sie Glück und machen dann nur 5, aber Sie haben dann praktisch 10 weitere Elemente, die Sie bearbeiten müssen. Und wenn wir ein Gedankenspiel nochmal machen und sagen, okay, wir wollen jetzt noch Blumenfeier hinzufügen oder etwas Ähnliches, ja, fügen wir es oben rechts an als Element oder unten links als Element und sagen, okay, das muss jetzt mit 6 weiteren Systemen kommunizieren, zack, haben wir natürlich wieder 12 Schnittstellen, die wir bearbeiten müssen, ja.
Und so sieht leider eine typische Kundensituation bei uns aus. Ja. Das bedeutet jetzt, wir brauchen hierfür eine Lösung. Wie jetzt Tobias schon vorher erwähnt hatte, liegt die Lösung in der Standardisierung. In der nächsten Folie wird er im Besonderen darauf eingehen. Ja. Vielen Dank. Genau. Letzten Endes ist also MuleSoft die Lösung für das Problem, was wir eben angesprochen haben. MuleSoft ist eine Plattform für Integration. Wir helfen Ihnen also, diese Autobahn zwischen den verschiedenen Silos zu bauen, und zwar sowohl für alte, bisherige Szenarien innerhalb Ihres Unternehmens on-premise, wie auch neue Dinge in der Cloud, wie auch Mischformen. Wir helfen Ihnen also, diese Autobahn zu bauen. MuleSoft ist aber auch eine Plattform gleichzeitig zur Entwicklung und zur Steuerung, zum Management dieser APIs, also der Bausteine der Autos, die auf dieser Autobahn dann fahren. Wir müssen die Autos eben jetzt nicht mehr einzeln bauen, immer wieder von neuem, von null auf, sondern wir können eben Standardwagen einsetzen. Ähnlich wie, wenn Sie sich überlegen, VW eben nicht mehr wie früher 20 verschiedene einzelne Modelle baut, sehr kostenspielig und zeitintensiv, sondern die meisten auf wenige Plattformen eben jetzt sich zurückgreifen. Wir brauchen auch keine umständlichen Leasingverträge oder ähnliches, sondern wir können auch einfache Carsharing-Modelle einführen. Wir können es also sehr viel einfacher machen, wenn das alles auf Standardkomponenten basiert, wie es der Kunde sozusagen, der interne Kunde der IT, also Fachbereichs-IT und externe Entwickler vielleicht. Es wird sehr viel einfacher für diese Standards, diese APIs zu konsumieren. Man muss eben nicht mehr Experte von jedem darunterliegenden System sein. Und wir liefern Ihnen deshalb letzten Endes einen einfachen Weg, diese Bausteine zusammenzubauen und hin und her zu schieben. Und Sie können all dies in einer einheitlichen Plattform machen, anstatt wie bisher Dutzende und Aberdutzende andere Tools einzusetzen. Im Endeffekt geschieht also momentan das, was im Integrationsmarkt geschieht, das, was auch in diesen ERP- und CRM-Märkten auch passiert ist, der Übergang von Speziallösungen zu einer einheitlichen Suite, einer Plattform, die günstiger und auch flexibler ist. Es geht also darum, diese Vereinheitlichung zu machen. Und das kennen wir ja auch zum Beispiel auch schon von dem Internet. Also der einheitliche Austausch auf Basis eines Standardprotokolls, das ist ja genau das, was das Internet groß gemacht hat. Also damit verschiedene Webseiten und Anbieter einheitlich kommunizieren konnten, hat man sich auf HTML als eine Austauschsprache geeinigt und auf HTTP zum Beispiel als Protokoll, also wie die Autobahn gebaut wird. All das ist im Internet standardisiert. Und dieser freie Austausch, dieser einfache Austausch hat dann letzten Endes auch das Wachstum des Internets ermöglicht. Und das Gleiche passiert jetzt auf der Systemebene, also wenn wir über SAP, Salesforce oder Oracle reden, mit den APIs. Die API ist eben jetzt diese, wie ich manchmal sage, die Lingua Franca, der eigentliche einheitliche Austausch. Und wir sehen ja, dass momentan fast jedes Unternehmen sich wirklich damit beschäftigt, diese APIs hundertweise, dutzendfach aufzubauen, selbst zu entwickeln, aber auch sehr viel APIs von anderen zu nutzen, weil es eben so flexibel ist, so viel Geschwindigkeit bringt. Und das muss natürlich sicher erfolgen. Gerade wenn ich jetzt hunderte oder vielleicht tausende APIs irgendwann mal zusammenstecken will, brauche ich natürlich eine Management-Plattform, um letzten Endes die Übersicht über all das zu behalten. Und diese hunderten APIs sprechen dann miteinander und verbinden eben diese Silos auf eine sehr viel flexiblere Art und Weise, in einer Art und Weise, die wir Application-Netzwerk nennen. Und das kann Ihnen Rafa noch ein bisschen näher erklären. Also das Application-Netzwerk, wie Sie sehen hier, wenn Sie sich jetzt an das vorige chaotische Bild erinnern, das wir Ihnen aufgezeichnet haben mit diesen vielen verschiedenen Linien, die sich wie ein Wirr durch das gesamte Bild gezogen haben, sehen wir jetzt hier eigentlich was komplett anderes. Nämlich, wir sehen hier MuleSoft, das sich wie ein Netz um Ihre Infrastruktur spannt. Ja? Und was auch wichtig zu betrachten ist, das ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht so weit. Bitte nochmal zurück. Nochmal zurück. Und wie Sie sehen, in dieser Infrastruktur ist MuleSoft immer, sage ich mal, ein Element entfernt von dem nächsten Element. Das bedeutet, wenn Sie jetzt nochmal dasselbe Gedankenspiel wie vorhin aufnehmen und sagen, Sie wollen jetzt Bloomfire hinzufügen, ja, dann müssen Sie nicht mehr Bloomfire sechsmal integrieren, sondern Sie integrieren dann Bloomfire genau einmal. Und zwar in MuleSoft rein. Und das bedeutet, MuleSoft übernimmt dann alles andere.
Ja, weil da gibt es Abstraktionslayer und so weiter und so fort, wie Tobias schon vorher erwähnt hatte. Und natürlich müssen wir jetzt nochmal auf die Benefits eingehen, die so ein Netz uns gibt. Ja, im ersten Punkt haben wir, je mehr Elemente da reinkommen, desto performanter, ja, und desto wertreicher wird dieses Netz. Und das bedeutet aber auch, wenn Sie dann immer neue Elemente hinzufügen, desto schneller können Sie dann diese Elemente hinzufügen. Ich glaube, Microsoft hat 230 plus free usable Konnektoren, die auch mehrere Spezifikationen haben, die Sie einfach runterladen können in der Market Exchange. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Auch noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Und dann haben Sie natürlich, wenn Sie jetzt jedes Element an sich betrachten, haben Sie dann pro Element, sage ich mal, immer die Möglichkeit, eine Sicherung reinzusetzen. Das ist das, was Tobias vorhin gesagt hatte, ne? Und diese Sicherung ist dann schon bei Design sicher. Ja, das bedeutet, wir haben dann ein API-Gateway, das sitzt nicht oben drauf, was dann alle APIs versammelt, sondern wir haben pro API ein Gateway. Ja, das lässt natürlich eine viel granulare Sicherheit zu. Ja. Und natürlich ist es so, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist extrem anpassbar. Das bedeutet, dass je mehr Elemente Sie hinzufügen, es dehnt sich und es wird einfach nur größer, das Netz, und es reißt nicht. Es ist nicht rigide, sondern es ist immer anpassbar. So, und jetzt, wie Sie den Bubble vorhin gesehen haben, stellt sich natürlich die Frage, wenn wir uns das hier angucken, das hier ist eine kritische Infrastruktur. Ja? Und Sie sehen, Sie haben Nexus, ja, was unter anderem vielleicht ein paar Images beinhaltet, dann haben Sie Salesforce und dann haben Sie andere Datenbanken, Twitter und noch vielleicht irgendwelche Prozesse, die ans Handy rangehen. Ja? Wo hosten Sie denn das? Ja. Das ist natürlich immer die Frage. Und da haben wir natürlich drei Modelle. Einmal haben wir MuleSoft hosted bei MuleSoft oder on-premise. Dann haben wir MuleSoft hosted bei der Telekom Cloud, also on Telekom Cloud. Und dann haben wir MuleSoft managed Telekom Cloud. Und wenn wir zum ersten Punkt gehen, unten, MuleSoft hosted bei MuleSoft oder on-premise, ist natürlich ein wunderbares Mittel on-premise, wenn Sie Data Residency-Probleme haben, ja, oder Data Residency, sage ich mal, nicht Probleme, sondern mehr Verpflichtungen, dann können Sie natürlich on-premise gehen. Sie können aber natürlich auch MuleSoft hosted on Telekom Cloud gehen. Was dann bedeutet, wenn Sie eine starke IT haben und Sie haben einen grüne Wiese-Approach wie eine gelbe Bank, die ich kenne, und Sie wollen selbst mit der Cloud experimentieren, wollen aber auch MuleSoft benutzen und das als Main Deployment Maschine benutzen für Ihre Entwicklungen, dann geht es natürlich auch. Ja. Sie müssen dann natürlich einfach nur die Ports freigeben und so weiter. Da kennen Sie sich wahrscheinlich auch aus. Oder Sie sagen, Sie wollen MuleSoft managed haben und die Cloud managed. Das bedeutet, Sie wollen in Deutschland sitzen, Sie wollen in Deutschland MuleSoft managed haben und auch die Cloud managed. Das können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Das ist so eine Art Rund- und Wohlfühlpaket von unserer Seite, wenn man das so sagen kann. Und das sind diese drei Abstufungen, die wir haben, die wir natürlich auch lizenztechnisch immer an Ihre Architektur und Ähnliches anpassen können. Ja. Und dazu bieten wir dann natürlich noch Trusted Advisory an. Das wird jetzt auch gleich eingeblendet. Und die Trusted Advisory ist sozusagen unser Pendant zu einem Enterprise-Architekten, zu einem Program-Architekten, der ist dann variables Mitglied bei Ihnen im Design Authority Board oder im Architekturboard und gibt unabhängig seine Meinung wieder und sein Wissen wieder, das ist plattformunabhängig und versucht Ihnen wirklich zu helfen im Begriff auf Ihre Zielinfrastruktur. Ja. Dann haben wir natürlich noch die Implementierung, was auch ein großer Part ist. Innerhalb der Implementierung haben wir auch drei Stufen, wenn man so will. Wir haben einmal die Implementierung per se, natürlich Projekt, Agile, kennen wir alles. Dann haben wir aber auch Care, das heißt, wir kümmern uns auch um das, was wir gebaut haben. Natürlich, ja, läuft auch so ein bisschen die Managed Service rein. Und dann haben wir aber auch Training. Ja. Das heißt, wir bieten Ihnen dann auch ein Training an, damit Sie auch selbst capable werden, mit der Plattform zu arbeiten, die auch sehr schnell erlernbar ist. Ja. Und die Plattform an sich hat auch einen sehr großen ROI-Value und auf dieses Thema wird Tobias in der nächsten Folie eingehen. Vielen Dank. Genau, und dann zum Schluss machen wir das natürlich nicht alles zum Selbstzweck der IT, sondern wenn heute einige tausend Firmen auf der ganzen Welt, in Deutschland zum Beispiel BMW oder B. Braun, Siemens oder zum Beispiel auch Unilever, das mit MuleSoft machen, dann geschieht dies natürlich, weil man knallharte betriebswirtschaftliche Vorteile erreichen will. Projekte, die wir gemacht haben, haben schlichtweg bewiesen, dass zum einen die IT-Projekte, von denen heute viele in der Warteschleife sind, um 60% schneller abgeliefert werden können. Es ist einfach schneller, Modelle zusammenzustecken, Komponenten zusammenzustecken, als Entwickler immer wieder zu fragen, von Null auf Programmcode zu erstellen. Gleichzeitig erhöht sich die Effizienz um
ungefähr 2/3 mit den bestehenden Mitteln und den bestehenden Ressourcen an Entwicklern und IT-Personal kann man eben sehr viel mehr erreichen, wenn man vorkonfigurierte einzelne Bausteine nutzt und Point-and-Click-Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen, einsetzen, anstatt umständlich eben Programmcode zu schreiben. Und schlussendlich realisieren dann unsere Kunden auch sehr, sehr große Kosteneinsparungen in der IT von fast 2/3, weil es eben nicht nur um die initiale Erstellung einer Applikation oder eines Prozesses geht, sondern um die Gesamtprojektkosten über mehrere Jahre. Diese neuen Anwendungen, diese Prozesse müssen nämlich stetig angefasst und abgeändert werden. Die Fehler, die auftreten, müssen ausgemerzt werden. Und in der Folge sind diese Wartungskosten nämlich dafür verantwortlich, dass die Gesamtprojektkosten zu steigen. Die Wartungskosten sind bis zu 3/4 der Gesamtkosten eines Projektes. Und das vergisst man häufig, wenn man am Anfang in der Kalkulation eben nur sieht, dass man ein paar Entwickler vielleicht für wenige Wochen braucht. Aber das erweist sich nachher eben als extrem teuer, weil das meiste Budget eben dann dafür eingesetzt wird, einfach nur Bestehendes zu warten, anstatt mal was Neues, was Innovatives zu machen. Stellt sich natürlich dann jetzt die Frage, wie man mit dieser Softwareplattform am besten vorgeht. Christian, wie kann man denn so eine Implementierung nun konkret angehen? Danke dir, Tobias. Wir haben ja jetzt schon ein paar Tage mit euch Erfahrung gehabt mit der Plattform. Also wir sind seit 2017 schon in Konzernprojekten und in Kundenprojekten unterwegs, auch schon vor der Akquise und vor dem Aufkauf von MuleSoft von Salesforce. Wir selber sind ja, oder ich aus der Salesforce-Ecke kommend, sehr stark auf diese Integrationsprojekte angewiesen, auch in unseren Salesforce-Projekten. Und jeder, wie ihr schon gesagt habt, jeder Business oder knallharte Business Case erfordert natürlich auch einen Use Case. Und wie kriegen wir diese Use Cases umgesetzt? Und da stellen wir immer wieder fest, mit Use Cases ist es sehr abstrakt. Was du brauchst, ist natürlich die Leute, die dahinter stehen, um diese Use Cases zu verstehen und umzusetzen. Raphael hat schon einige Beispiele genannt, du hast einige Beispiele genannt. Wenn wir Projekte unabhängig davon, was wir integrieren wollen, seien es nun Legacy-Systeme oder wir wollen neue Produkte und Services schaffen, indem wir vielleicht etwas innovativer Daten zur Verfügung stellen wollen, als man es bisher getan hat, brauchst du Leute an Bord. Bei der T-Systems packen wir diese Projekte an. Wir haben letztes Jahr knapp 5.500 Projekte gemacht, wobei ungefähr 20% davon Integrationsprojekte sind. Das heißt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, wir müssen immer integrieren. So, und dann ist natürlich die Frage, mit welchen Leuten machst du das am besten? Jeder Kunde und jede Industrie ist unterschiedlich, hat verschiedene Anwendungsfälle, also brauchst du auch die Leute dazu. Hier auf der Folie ganz kurz dargestellt, wenn wir uns in Richtung Plattformen bewegen, was MuleSoft als Plattform, Salesforce als Plattform, haben wir unsere Integrationsexperten dort platziert und unterstützen uns dort. Wir ziehen uns aber auch ganz viele Kollegen aus den anderen Industriebranchen zu Hilfe, die uns helfen. Oder einfach auch, wenn es jetzt quasi wirklich in die Entwicklung geht, die DevOps-Kollegen, die agil unterstützen mit ihrem Methodenwissen und ihrem Fachwissen. Also das ist die Basis, die wir brauchen, um die Use Cases umzusetzen. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir die Brücke schlagen zu den Geschäftszielen, abgeleitet dann die Maßnahmen, und wie können wir das auf die Plattform übertragen. Und dafür haben wir zusammen mit MuleSoft, also mit euch und den T-Systems-Kollegen, einen Blueprint entwickelt, sozusagen Integration Framework und daraus abgeleitet ein Playbook. Das heißt, mit konkreten Maßnahmen, wie gehen wir so ein Projekt an, wie machen wir das Staffing, wie setzen wir eine Plattform aus. Also wirklich von Anfang an erstmal in die Planungsphase zu gehen und sagen, was ist deine Vision, lieber Kunde, wo möchtest du hin? Möchtest du Produkte neu entwickeln? Dann nutzen wir die Methoden, die wir alle kennen aus dem Design Thinking. Wir arbeiten als MMS, T-Systems MMS, arbeiten wir viel mit Customer Journeys, um den Kunden dort abzuholen, wo er ist, und das dann später in die Technologie zu gießen. Wenn wir natürlich Integration in Legacy-Systeme haben, benutzen wir andere Methoden aus der agilen Welt. Und dann setzen wir letztendlich diese Plattform zusammen mit dem Kunden auf, onboarden den Kunden und werden dann, nachdem wir
uns quasi einen Implementierungsplan mit dem Kunden erarbeitet haben, auf der Plattform die ersten Integrationen aufsetzen. Das ist der Punkt Establish the Foundation. Und wie Rafa das vorhin schon gesagt hat, wenn man expandieren will, wir haben das häufig im Mittelstand, dass wir Unternehmen haben, die 3 oder 4 oder manchmal 18 verschiedene SAP-Systeme haben, die Daten konsolidiert in der deutschen Zentrale aufzufinden sollen, um bessere Datenanalyse zu ermöglichen, muss man auch die Möglichkeit haben, auf dieser Plattform dieses SAP-System anzubinden. Und das ist der Begriff Build to Scale. Also Rafa hat es eben schon genannt, du baust einen Connector oder du findest einen im Marketplace und kannst diesen nutzen, um quasi diesen Connector so zu konfigurieren, dass er auch für die anderen internationalen SAP-Systeme passt. Das ist die Arbeit, die wir unter Build to Scale verstehen. Und immer wieder nochmal darauf hingewiesen, wir selber gucken, dass wir die Projekte nicht um ihrer Selbstbild umsetzen, sondern Measure KPIs. Also was haben wir vorher in der Planungsphase definiert? Was soll gemessen werden? Schnellere Go-to-Live-Market-Zyklen, geringere Entwicklungskosten. Und all diese Themen werden quasi am Ende unserer Implementierung und Integration nochmal mit dem Kunden überprüft, dass er auch sicher gehen kann, dass der Return on Invest wirklich stattfindet. Du hast eben schon das Bild genannt der Autobahn und ich finde das immer ganz interessant mit den Legosteinen. Das ist ein sehr anschauliches Bild. Und hier haben wir quasi 3 große Bausteine, die wir brauchen, um relativ schnell in so ein Projekt einzusteigen. Software, immer das Wichtige, die Plattform, damit wir überhaupt arbeiten können. Und dann haben wir so 2 Pakete gemacht. Wir nennen es so Kickstart-Services und einmal die Integrationsentwicklung. Das sind so die ersten Phasen, die ich eben vorgestellt habe, zusammengedampft. Wirklich so, wenn man gucken will, entweder in Form eines Proof of Concept, wie wir es beim Kunden so umgesetzt haben, oder man sagt, okay, skaliere erstmal klein, mache ein MVP und dann versuche ich international zu skalieren. Also das sind unsere kleinen so Ansätze, die wir jetzt mit den Kunden verprobt haben. Lief sehr erfolgreich, weil man innerhalb von diesen paar Tagen, sage ich mal, für Integration relativ gut feststellen kann, ist die Plattform was für mich, hält sie das, was sie verspricht und kann ich wirklich darüber skalieren. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, jetzt haben wir, habt ihr eben gesehen, waren das ungefähr, glaube ich, 40 bis 60 Manntage. Wie verteilen wir die? Das sind die Leute, die wir brauchen. Aber wenn wir uns auf einer Zeitachse das angucken, dann kann man innerhalb von 60 Tagen, basierend auf, je nachdem, wo man hostet, das ist unabhängig davon, innerhalb kürzester Zeit schon Erfolge vorweisen. Also unsere Timeline ist immer, wenn wir diese 4 Systeme, wie wir sie eben gesehen haben, innerhalb von 60 Tagen integrieren, sodass sie fully functional sind. Wir teilen immer auf in People. Das ist das Wichtigste. Mag der Kunde mit uns das Thema agil angehen oder haben wir andere Projekte? Wir bevorzugen hier agil. Die Prozesse, wie schon dargestellt, das geht in die Anforderungsanalyse und die Discovery-Phase. Was soll umgesetzt werden? Und die Referenzarchitektur ist natürlich ganz wichtig, was wir in den ersten 30 Tagen machen. Und dann die zweite Phase ist die Umsetzungsphase. Raphael hat das auch schon gesagt. Wir sind und verstehen uns wirklich als Enabler. Wir sind nicht der Part, der bei Ihnen dann, wollen wir natürlich gerne, wenn Sie mögen, aber im Grunde genommen enablen wir Sie auf der Plattform, dann Ihre eigenen Wege zu gehen. Wir begleiten Sie bis in die weite Zukunft hinaus. Aber wenn Sie sagen, okay, ich möchte irgendwann, ich habe das verstanden, wie die Plattform funktioniert, trainiere mich, Hands-on-Training bieten wir an zu dem Thema und sagen dann, du kannst die nächsten Schritte auf der Integrationsplattform selber gehen. Zusammenfassend, weil wir auch gesagt haben, welcher Dienst und welcher Mehrwert können wir als T-Systems leisten. Wichtig, wir sprechen über das Thema MuleSoft, aber wir werden hier erstmal mit unabhängigen Plattformarchitekten ins Gespräch mit Ihnen einsteigen und gucken, welche Szenarien Sie umsetzen möchten und versuchen, das dann auf diese Plattform zu mappen. Wir bieten die Implementierungsservices an, das haben wir schon gesagt, und die Integration. Und darunter findet sich auch das Training. Wenn Sie sagen, Sie möchten es jetzt nicht unbedingt in der Public Cloud gehostet haben, werden wir Ihnen auch Managed Services anbieten. Das heißt, Sie kriegen ein komplettes Paket darum,
Sie sagen einfach nur Ihre Anforderungen und wir managen das ganze Paket. Und zu guter Letzt, das License Reselling ist ein wesentlicher Part unseres Mehrwerts, wo wir Ihnen ein Angebot unterbreiten, wo alle Bestandteile drin sind, auch das Lizenzinvestment, was Sie tätigen, um dann auf dieser Plattform aufbauen zu können. Also als schlüsselfertige Position. Wenn Sie jetzt Interesse haben, an dem Thema nächste Schritte zu gehen, dann haben wir für Sie zwei Angebote. Und das erste ist ein Expertengespräch. Thema ist Techie. Wir brauchen da auch die Techies an Bord. Und da unterstützen uns die Consultants in den Themen, zum Teil auch die Architekten. Und da gucken wir uns erstmal an, welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für Newsoft bei Ihnen im Unternehmen. Wir erzählen über unsere Referenzen, über unser Vorgehen im Detail nochmal. Wie kann man so einen möglichen Proof of Concept gestalten? Gibt es auch vielleicht kleinere Tickets, in welche Richtung man da auch gehen kann? Das werden so 60 Minuten sein. Und wenn dann der zweite Schritt sagt, okay, das Thema ist interessant für mich, dann können wir in so eine Discovery eingehen. Das sind so um die 4 Stunden, remote oder vor Ort. Vor Ort hat, glaube ich, ein bisschen mehr Knackigkeit, weil wir uns dann in die Augen schauen können. Und da geht es dann wirklich schon tiefer ins Assessment rein, gucken uns die bestehende Architekturlandschaft an, gucken uns Zukunftsszenarien an und gucken, wie wir unsere Best Practices, die wir im Laufe der Jahre auf dieser Plattform erworben haben, dann auch für Sie einsetzen können. Ja, das sind die beiden Angebote, die wir Ihnen unterbreiten können. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse. Und bevor wir in die Q&A einsteigen, übergebe ich noch mal ganz kurz an die Technik für eine Umfrage. Vielen Dank. Genau. Danke, Christian. Die Umfrage ist schon eingeblendet und wir steigen auch tatsächlich bald in die Q&A ein, sobald Sie Ihre Frage und die Antwortmöglichkeiten gesehen haben. So. Lass uns mal anfangen mit einer Frage der Klarstellung. Am Anfang haben wir nach dem Stand der Dinge bei den Zuhörern abgefragt und wir sehen natürlich, dass nicht jeder auf der grünen mit der Integration anfängt, sondern hat vielleicht die ein oder andere Integrationslösung im Haus. Mhm. Was für einen Mehrwert kann denn MuleSoft anbieten? Okay, ich würde anfangen und dann können die Kollegen auch nochmal hier. Wenn man sich das Thema Integration anguckt, muss man immer da erstmal den Ist-Stand betrachten und schauen, wenn ich eine bestehende Plattform habe, die schon meine Anforderungen zukünftig abdecken kann, dann müssen wir uns die Frage stellen, Tobias hat es erwähnt, ich habe es erwähnt, wie ist der Return on Investment dieser Plattform? Also wenn wir wenn wir komplett switchen. Der Charme an dieser Plattform ist, dass man mit kleinen Proof of Concepts anfangen kann. Also der Mehrwert kann relativ schnell erzielt werden, wie wir es in unserer Erfahrung haben, über Services, die wir Kunden zur Verfügung gestellt haben, dadurch, dass sie einfach anders auf ihre Daten zugreifen können. Und ich, wie gesagt, wir als MMS sind wir Digitalagenturen, sind sehr stark in dem Customer-Facing-Frontend unterwegs. Und da fängt man auf einmal an, digitale Services zur Verfügung stellen, die so über Bestandssysteme oder Integrationsplattformen vielleicht in der Gänze und in der Schnelligkeit so nicht abgewickelt werden konnte. So, das ist der Mehrwert. Man muss nicht den ganzen kompletten Plattform-Switch hinbekommen, sondern man kann mit kleinen Challenge-Projekten, sage ich immer, einsteigen und sagen, okay, ich möchte einen Service zur Verfügung stellen, ich möchte die Plattform testen und dann kann man damit einsteigen. Mhm. Tobias, Raphael, gerne ergänzen. Ja, ich würde da ergänzen, wenn wir uns an das Bild, was wir vorhin gesehen haben, von diesem Applikationsnetzwerk mal zurückerinnern, dann legt man so ein Netzwerk ja über die bestehende Landschaft und will nicht da irgendwie was rauslösen, kaputt machen, man will es ja einbinden. Und das ist eben nicht nur möglich mit den bestehenden Systemen wie SAP, Oracle oder irgendwelchen Web-Frontends, sondern es ist durchaus möglich auch mit den Komponenten, wie zum Beispiel bestehenden Integrationskomponenten,
die weiterhin betriebswirtschaftlich vielleicht einen Ertrag bringen, aber vielleicht hier und da zu kurz springen. Also zum Beispiel, es gibt eine ganze Menge Integrationskomponenten, die durchaus etwas tun, was Sinn macht, aber jetzt eher für die On-Premise-Welt gebaut sind. Und jetzt möchte ich das irgendwie, was da passiert, aber auch zur Verfügung stellen in neuen Prozessen, die teilweise vielleicht auch Kundenkontakt über von außen ermöglichen. Und das ist dann etwas, wo man sagt, das kann man ja durchaus nutzen, geht dann mit den bestehenden Komponenten so weit, wie die heute gehen, und hat dann dieses Applikationsnetzwerk, dass das dann sicher nach außen öffnet, zum Beispiel. Ja? Also wir wollen da nichts ersetzen, sondern wir schauen immer danach, was sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse, können wir da vielleicht uns einfach drüber legen und haben darüber das beste Ergebnis, oder ist es zum Beispiel mittelfristig dann irgendwann sinnvoll, was Älteres unten mit der Zeit auszutauschen. Ganz wichtiger Punkt, den ich vielleicht da auch noch erwähnen will, das macht man Schritt für Schritt. Also oftmals ist es ja das Problem, wenn ich etwas Altes gebaut habe, möchte ich das deshalb nicht weglegen, weil ja, ich habe dieser Übergang ist natürlich schwierig. Kann ich dem Neuen komplett vertrauen? Wenn ich so ein Applikationsnetzwerk habe, kann ich natürlich was Neues bauen, ohne das Alte abzuschalten. Ich kann also quasi für eine gewisse Zeit lang in zwei Systeme schreiben und lesen zum Beispiel und kann mir überlegen, dann erst, wenn das Neue wirklich völlig vertrauenswürdig ist, dann schalte ich das Alte ab. Also auch das ist ein charmanter Einsatz für so ein Applikationsnetzwerk. Okay. Ja, vielleicht zur nächsten Frage. Hiermit Aufruf an die Zuhörer. Sie können Ihre Fragen gerne über die Chat-Funktion jetzt einschicken. Aber vorerst versuche ich mal meine eigene Neugier zu befriedigen. Die Wirtschaft wird ja immer vernetzter und wir müssen immer mehr externe Partner, Lieferanten, Kunden etc. mit in die Vernetzung aufnehmen. Kann ich den MuleSoft auch benutzen, um Zugriff auf meine Daten zu geben? Und wenn ja, kann der auch kontrolliert sein und wie weit darf er denn gehen? Genau, das ist auch ein ganz großer Vorteil dieses Applikationsnetzwerks, das MuleSoft hilft aufzubauen, weil, wie wir gehört haben, jeder einzelne Knotenpunkt dieses Netzwerks kann jetzt einzelnes Regelwerk, einzelne Policen sozusagen beinhalten. Und diese Policen sind zum Beispiel dafür sehr nützlich, um, wenn ich zum Beispiel gerade etwas nach außen öffnen will, habe ich natürlich auch Sicherheitsbedenken. Ich kann natürlich diese ganzen verfügbaren Sicherheitsmechanismen, die es gibt, an diesem Punkt, wo die Anfrage ankommt, einstellen. Also ich muss keine zentrale Stelle gründen, wo alles durchlaufen muss, weil dann habe ich immer wieder das Problem, was ist denn, wenn irgendetwas diese zentrale Stelle umgeht? Sondern ich kann das quasi auf jeder Frage-Antwort-Schnittstelle, also jeder API machen. Ich kann auch eine Policy gründen, wer darf sich überhaupt authentifizieren, wer nicht. Ich kann auch zum Beispiel solche Policies anwenden. Wie viel Last darf denn das zugrunde liegende System überhaupt erlauben? Wie kann ich das denn kanalisieren, dass ich zum Beispiel sage, eben zugrunde liegende Systeme werden nicht überlastet. All das ist eben ein großer Vorteil, wenn ich das nicht zentral versuche, über eine Stelle zu lösen, sondern eben dezentral über diese APIs, die alle an jedem Knotenpunkt diese Fragen beantworten können. Und das ist sehr oft genau für solche Use Cases wird das angewendet, wie es in der Frage aufkam, also das Aufschließen zum Beispiel meiner Daten oder meiner Prozesse nach außen hin zu Geschäftspartnern oder Kunden. Okay, danke. Eine Frage nochmal zur Klarstellung. Die Lösung ist nicht einfach nur als Cloud-Lösung verfügbar, sondern in vielen verschiedenen Varianten. Genau, das ist Genau. ja oftmals die Herausforderung, wenn ich so Speziallösungen mir irgendwo ins Haus hole, dass die dann oftmals in der Sackgasse enden, weil sie eben mir nicht diese Flexibilität bieten. Ganz großer Vorteil von MuleSoft ist, dass viele Kunden es im Haus einsetzen, aber auch dann zum Beispiel nicht beschränkt sind, wenn sie in Zukunft diese Strategie ändern und sagen, ich will zusätzlich auch noch gewisse Projekte zum Beispiel in der Cloud machen oder in der Mischform. Also ich kann nicht nur entweder oder machen, sondern ich kann auch mir eine Meinung quasi ändern im Laufe der Zeit und bin deshalb einfach flexibel.
Und sie Ja, das ist ist. eben auch der Punkt, möchte ich noch mal kurz mit reinkommen, was MuleSoft auch sehr attraktiv macht in der Zusammenarbeit mit der Telekom, weil wir alle wissen ja, es gab jetzt neuerdings diese EuGH-Entscheid, ja, und das bedeutet für uns einfach innerhalb Deutschlands, wie gehen wir jetzt mit diesem Thema um, wo hosten wir jetzt unsere Daten und unsere Plattform und wie machen wir das? Und MuleSoft ist eben so flexibel, dass es leicht ist, das MuleSoft mit der Open Telekom Cloud zu verbinden und die eben in Deutschland rein hosten zu lassen. Ja. Also und dann natürlich auch noch mit unserem Managed Service können wir dann natürlich noch viele Sorgen abnehmen in diesem Fall, ja, wie zum Beispiel die Maintenance, Ticketing und so weiter und so fort. Also das bedeutet, MuleSoft hat wirklich die Power, da es eben auch containerisierbar ist. Ja, das kann man auch über Runtime Fabric, sage ich mal, auch in Microservices reingehen. Hat eben den Charme, dass man es auch in einer Hybrid Cloud einsetzen kann. Das bedeutet, wenn Sie Data Residency Probleme haben, wie ich anfangs erwähnt hatte, aber nicht nur, sondern Sie wollen dann natürlich auch irgendwo in der Cloud sein. Da kann man durchaus eine Private Cloud anstellen und eine Public Cloud, und MuleSoft schafft es eben, die Verbindung dazwischen zu sein. Ja. Lass uns mal kurz vielleicht den potenziellen Anwenderkreis von MuleSoft etwas eingrenzen. MuleSoft ist inzwischen, muss ich sagen, eine Salesforce-Tochter, aber hat keinerlei Beschränkungen, dass es sich nur auf Salesforce spezialisiert, oder? Nein, auf keinen Fall. Also über die Hälfte unserer Projekte machen wir gerade in Deutschland natürlich, zum Beispiel im SAP-Umfeld. Es ist nicht nur für Salesforce Use Cases gedacht. Der Grund, warum Salesforce hier sich sehr stark engagiert hat, ist einfach, dass man logischerweise, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Prozesse umfassen eben nicht nur CRM, wo Salesforce jetzt eben Marktführer ist, sondern eben auch ERP und Legacy-Systeme etc. Und wenn ich ein Hersteller von einem so eines großen Anwendungssilos, zum Beispiel CRM, bin, dann ist es natürlich für mich auch wichtig, dass ich mich nach außen öffne und offen gestalte. Das ist der Grund des Engagements von Salesforce. Aber wir sind sozusagen, wie gesagt, das Applikationsnetzwerk, das sich über alles legt. Und dort kann man natürlich alle verschiedene Arten von Use Cases umsetzen, die nicht unbedingt nur im CRM-Umfeld zu finden sind. Und wie groß darf denn, beziehungsweise wie klein darf die Installation denn eigentlich sein? Also ist MuleSoft nur für Großunternehmen gedacht oder gehobenen Mittelstand, oder wie weit geht es denn eigentlich da nach unten? Also, wie Sie ja vorhin gesehen haben, auf der Folie, wo man anfängt klein und dann in Folgeprojekten weiter darauf aufbauen kann, das ist auch ein großer Vorteil von so einem Applikationsnetzwerk. Man kann klein anfangen und elastisch sozusagen hoch und runter wachsen und aber auch schrumpfen. Das heißt, wir haben natürlich Großsysteme bei ja, großen DAX-Unternehmen wie den Automobilherstellern oder Pharmakonzernen, wo es um ganz große Projekte geht. Beispiel mal, Siemens hat zum Beispiel 60 Millionen intelligente Stromableser, die laufend Milliarden an Nachrichten sozusagen senden über ein solches Applikationsnetzwerk mit seinem Abrechnungssystem und seinem Kundenservices-Prozess verbunden. Aber wir haben genauso auch zum Beispiel Zeitschriftenverlage in Deutschland, die mal klein anfangen und sagen, ich habe mal einen Prozess und drei, vier Systeme. Und das ist momentan, wir haben gedacht, das ist ganz einfach, wie ich gesagt habe, mal ein paar Entwickler zu nehmen und mal was zu entwickeln zu lassen. Jetzt habe ich aber plötzlich nicht mehr 1, 2, 3 Point-to-Point-Schnittstellen, sondern ich habe 24, und das wächst mir jetzt von den Kosten her über den Kopf. Und ich brauche immer wieder neue Arten von, nochmal eine neue Art von Software. Und das möchte ich vereinheitlichen. Und da geht das eben runter, wirklich auch auf, gerade da ist natürlich charmant, dass sich dann auch gar nicht im Betrieb selbst sozusagen sich damit zu beschäftigen, sondern das über T-Systems zu machen. Und dann sind das sehr überschaubare Projekte, die auch sehr klein anfangen können. Du hast vorhin auch von einer Zeitdauer von 60 Manntagen zum Beispiel für ein Projekt erwähnt. Ist das eine typische Richtgröße für eine MuleSoft-Installation, oder wie lange dauert es, bis MuleSoft einsatzbereit ist? Also, das ist Ja, nicht das ist die, vorher.
Das ist nicht der Zeitraum, bis MuleSoft einsetzbar ist. Das ist der Zeitraum, bis jetzt mal als Beispiel, ne, mal Fertig. bezogen auf ein Beispielprojekt, bis das Projekt wirklich betriebswirtschaftliche Ergebnisse zeigt. Ganz wichtig für uns ist einer unserer Kernwerte, die wir als MuleSoft und auch zusammen mit T-Systems haben. Wir wollen hier nicht Großprojekte umsetzen, wo man dann wieder 2 Jahre wartet, bis man hoffentlich vielleicht irgendeinen mal am Anfang berechneten Return on Investment kriegt, sondern hier geht es ganz stark darum, technisch, dass man schnell up and running kommt, dass man schnell auf die Straße kommt, und schnell wirklich erste betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielt, weil das ist letzten Endes, wie wir ja wissen, der einzige Weg, wie man dann auch diejenigen im eigenen Unternehmen überzeugt, die dann auch weitere Investitionen freigeben, zu überzeugen, dass es sich lohnt. Also Schritt für Schritt vorgehen und so schnell wie möglich. Und da ist durchaus 1, 2 Monate eine realistische Größenordnung, bis man betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielen kann. Ne? Genau, das war ja ein Beispielprojekt oder was wir umgesetzt haben. Also der Kunde war up and running von der ersten Initialisierungsphase bis hin, wo er die Systeme integriert hat und die Daten geflossen sind. Also es kann so schnell gehen, allerdings ist dann aktive Mitarbeit gefordert. Aber es geht tatsächlich so schnell. Okay. Weitere Fragen kommen aus dem Publikum nicht. Ich glaube, wir sind am Ende dieses Webinars. Es bleibt mir nichts anderes, als mich bei den sehr aufmerksamen und zahlreichen Zuhörern zu bedanken und natürlich euch bei euch drei und Schlusswort von euch. Ja, Genau. Christian Schröder hier. Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie das Angebot des Expertengesprächs an. Wir stehen zur Verfügung und freue mich auf einen Austausch. Dem kann ich mich auch anschließen. Der Raphael Rubo war hier. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ja, also auch von mir vielen Dank. Ich glaube, unser Ziel war es, einfach zu machen, von der Software aus, von MuleSoft-Seite aus. Aber jetzt haben wir es eben auch noch einfach gemacht, das Ganze sozusagen loszustarten und auch wirklich betreiben zu lassen mit einem vertrauenswürdigen Partner hier auch in Deutschland. Gute Möglichkeit, das einfach auch mal klein auszuprobieren. Von daher würden wir uns freuen, wenn wir da mit Ihnen weiter im Gespräch bleiben könnten. Danke. Vielen Dank. Herzlichen Dank euch drei und herzlichen Dank an die Zuhörer und Dankeschön, bis zum nächsten Mal.